die ja dann hochzüchten. Ja, wenn du Knochen haben willst, ich habe hier gerade Haben wir, welche wir haben, wir vors haben. Weizenfeld In der geschmissen. sonstigen Kiste ist halt auch Knochen drin, also genug Knochen. Oh, die ganzen Creeper jetzt gerade wieder und die Spinne. Oh nee, nervt mich nicht. Also noch bin ich nicht so weit in der Mine rein. Irgendwie pennen gehen oder sowas, dann jetzt. Jetzt Na, habt ihr dann gehen noch. wir jetzt. Dann gehen wir Habt ihr jetzt. jetzt noch eine Chance? Der Creeper hätte Okay. fast ein Block Wache entfernt, um mein Dach kaputt zu machen. Das war gerade knapp. Dann treffen wir uns im Bett. Oh. Da freut sich einer. Ja. Der Galli, ja, war ich der Galli. Erster. Ah, oh. Gute Nacht. Orientierung, Orientierung. Also hier im Sonstiges sind halt 15 Knochen drin. Also damit kannst du locker ein paar Bohnenmehl machen. Bohnenmehl. Vom Weizenfeld liegen noch welche. Boah, was war das denn? Was war was? Hast du jetzt laut in dieses Mikro reingestürmt? Wer hat ins Mikro reingestöhnt? Du. Wer? Du. Wer ist du? Wer vom Begriff oder was? Ja, Wer ist Hauptschule. Hauptschule? Ist aber auch immer diese Hauptschule da in so einen Dreck zu ziehen. Mache ich doch gar nicht. Ja, langsam mal Du echt. machst das da draus, nicht ich. Ich? Ich Alter. sage nur Hauptschule. Ne, sage ich Ja. nicht. Aber wie du es sagst, das ist die Frage. Fichte! Oh, kann ich göbeln gerade. Was will der? Ich habe das gerade anders, ganz anders verstanden. Ja. Wie hast du es verstanden? Das sage ich jetzt nicht. Ich glaube, ich kann es mir fast vorstellen, Ja. du Alter. Naja, bist schon. Ja. Ich weiß gar nicht, was du da lachst eigentlich. Weil das ein Scherz war. Und. Alter, warum ist denn hier keine Fichte? Ah, das ist eine Fichte. Ich finger nicht, ich fichte. Geht das wieder los? Oh, ich freue mich einfach, dass ich ein bisschen Fichtenholz habe, weil der Rick mir ja befohlen hat, ich darf noch aus Fichte. Warum wir das nicht aus Birke bauen? Alles ist voller Birke, aber der Rick sagt, nee, wir bauen Ja, es aus eben. Fichte. Na, weil halt alles schon aus Birke ist. Was? Meinst du, das wäre dann zu einfach oder was? Ja, na, man muss doch irgendwie auch erkennen, dass ein Dach gemeint ist. Das geht ja mit Birke auch. Ja, aber dann ist ja alles in Birke. Mich regt das ja schon auf bei diesem, bei unserer Eierfarm, dass da einfach so ein kompletter Fichtenblock ist. Da hätte ich eigentlich auch anderes Holz nehmen müssen. Aber wenn ich das jetzt auseinanderrupfe, dann schwimmen die uns die Hühner davon. Das ist auch nicht so hinbringt. Aber wenigstens eine Setzlinge gleich. So. Könnt doch mal einen Schwank aus eurem Leben erzählen. Ein Schwank aus dem Leben? Okay, aus eurem Leben. Aber wir sind doch Let's Player, wir haben doch gar kein Leben. Achso, stimmt, wir sind Gamer, wir haben kein Leben. Gut. Ne, Haben wir das geklärt? was meinst du? Ja, nur zum Was Beispiel könnte denn die Leute gibt's. interessieren? Was könnte denn Leute interessieren? Erzählt mir doch mal von eurem lustigsten Moment, den ihr habt, wo ihr an den ihr denken müsst und euch immer noch wieder kugeln könntet. Ich nicht. Der hat direkt ihn. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt einfallen sollte. Hast ja, da Scheiße. kann der Fixer ja anfangen, da hast du ja noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich kann das nicht erzählen, Leute. Doch. Hä? Ja, in der Stadt, in der wir alle drei wohnen, da gibt es einen großen Platz und da gibt es diverse Leute, denen manchmal einfällt, Mensch, da könnte ich mich ja einfach mal, ne? Was denn? Das kannst du nicht erzählen. Wir im Osten, wir haben da so eine freie Körperkultur. Das ist so ein Drang. Und da gibt es halt manche Leute, immer noch im Jahr 2014, die sich denken, Mensch, boah, lass ich das mal eh gucken, ne? Na gut, das sind Sachen, die wir jetzt nicht erzählen können, aber Ja, erzähl doch mal du was hast gesagt, anderes das dafür. Lustigste, das war seit langem das Lustigste und der Rick war auch dabei. Dann mache ich noch ein Sternchen dahinter. Das Lustigste, was man erzählen kann hier in diesem Format.
Hab nichts Lustiges erlebt in meinem Leben. Das ist Nee, traurig. keine Ahnung. Ja, eben. Nee, Mal so richtig lustig. Trauriger. Das ach, erzähl mir du doch mal, was du richtig lustig fandest, Ziggy Boy. Ach, ich finde so viel einige Sachen lustig. Das Problem ist, dass das manche immer nicht verstehen, dass man das lustig findet, weil die das dann nicht lustig finden. Ja, das ist meistens so, wenn man was lustig findet, was andere nicht lustig finden, dass es dann lustig ist, weißt du? Ja. Ja, Da also müsst ihr erst recht ich hatte lachen. letztens halt ein sehr, ich weiß gar nicht, ob ich das in der DayZ-Aufnahme auch erzählt habe, aber ich wiederhole mich ja gerne mal. Ja. Ich hatte letztens halt tatsächlich einen schönen Moment, wo ich mir einfach dachte, wow, es gibt noch Menschen, die halt, die sich selber auch nicht so richtig ernst nehmen und das egal, wie alt sie sind. Und zwar war ich einkaufen im Netto Netto. und da stand eine Omi an einem Getränkenautomat und hat halt die, also eine, diese Flaschenrücknahme ist scheiße da. Und hat ihre Flaschen da reingesteckt und die kam halt jedes Mal wieder zurück. Und da habe ich ihr halt den Tipp gegeben, dass das Ding halt ein bisschen kaputt ist und sie die Flaschen halt mit dem Scanner nach oben hinlegen soll. Dann funktioniert das halt. Und sie wirft dann halt die so drei Flaschen rein und freut sich, bedankt sich halt. Und als sie fertig ist, dreht sie sich halt um und sagt halt so: Ich bin zwar schon alt und ranzig, aber ich lerne immer noch dazu. Ranz. Alt Ah, und das ist ranzig. ranzig. Sie hat wirklich gesagt: Ich bin zwar schon alt und ranzig, aber ich lerne immer noch mit dazu. Und ich habe erst gedacht, ich hab mir das eingebildet. Und hat sie das denn wirklich gesagt? Und ja, aber sie war halt wirklich schon an die Alt und 70. ranzig. Und er hat sich das halt, hat sich halt selber nicht so ernst genommen. Sie wusste halt, in welchem Zustand sie ist und dass man halt nicht jünger wird mit dem Alter. Und das Halt fand nicht ich die halt frischeste irgendwie, ist. und das fand ich halt cool. Das fand ich richtig geil irgendwie. Das hat mir den Tag so richtig schön versüßt. Auf jeden. Es sind so, also genau so eine kleinen Sachen machen mir halt unheimlich viel Spaß. Und dann komme ich echt nach Hause und denke mir so, wow, das rockt. Und es gibt aber auch ganz schöne What the fuck-Momente. Also, gestern war das, glaube ich. Ja, gestern habe ich zusammen mit meiner Nichte zusammen gefrühstückt. Und da bin ich zum Bäcker gefahren, habe halt hier so Brötchen geholt und bla. Und da stand halt, also da liefen kurioseste Menschen draußen rum. Einer auf dem Weg, der hatte so ein. Ja, der war, also der war ungefähr 25 oder sowas. Und hatte so einen Ninja-Anzug an. Was? Und ist da durch diesen Wald als Ninja durch die Gegend gelaufen. Und Aha. das habe ich erst noch in erster Linie nicht so richtig Hexer, hinter verstanden. dir. Komm mal zurück hier in den Schweinestall rein. Mit dem Schweinestall. Nee, drinnen im Gebäude meine ich, unterm Dach. Da habe ich dir Brote hingeworfen. Ah, danke. Und dann, also das war schon irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, what the fuck, was ist hier los eigentlich? Nur so um die Uhrzeit, irgendwie, komische Leute hier unterwegs. Beim Bäcker angekommen, stand vor mir eine Frau. Die wusste nicht so richtig, was sie will. Erst das eine Brötchen. Dann hat sie gesagt, ich will doch nicht das Brötchen. Dann hat sie gesagt, das andere. Und dann hat sie gesagt, sie will doch lieber den Obstkuchen haben. Und so weiter und so fort. Und dann hat sie im nächsten Satz hat sie gesagt, nee, will sie doch nicht haben. Die Bäckerin hat das ganze Zeit immer schon wieder eingepackt und wieder ausgepackt, ne? Und ich dachte mir halt so, boah, was ist denn mit der Frau kaputt? Wird die mal fertig? Und dann hat die zum Schluss, die hat ungelogen, die hat ungefähr so 10, 20 Sachen aufgezählt, von denen, was sie halt haben will. Hat zum Schluss aber nur zwei Sachen eingepackt. Also wirklich tatsächlich mitgenommen. Als die Bäckerin halt das alles fertig gemacht hat und ihr das geben wollte, hat sie gesagt, hat die Frau sich gewundert und gemeint, wieso habe ich denn nur zwei Sachen? Und da hat die Bäckerin gesagt, naja, sie haben bei den ganzen anderen Sachen gesagt, dass sie das doch nicht mehr haben wollen. Ach Ja, so, habe scheiße. ich das? Und die war total verwirrt irgendwie. Und die war halt nicht alt oder sowas. Die war 40 vielleicht so in der Drehe. Und das war total skurril. Ich hing da echt da und dachte mir so, bläh. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Und dann auf dem Weg zurück. Welche Höhe hast du gesagt? Zwischen 12 und wann Nee, die? also ich würde jetzt halt sagen zwischen Bedrock. Ne, ich bin jetzt Höhe 14. 16. Ja, dann guckst du dich da mal um, aber also früher war es so zwischen 12 und 3 höher. Ich glaube 12 und 15 oder 12 und 16. So, jetzt bin ich 15, ich gehe mal auf die 14 runter.
Und damit hörte das aber auch nicht auf. Fahr wieder zurück und da chauffierte eine Frau ihren Hund in so einem Buggy, was du eigentlich, wo du Kinder reinsteckst. Den Hund, ja, den Den Hund. Hund. Es gibt auch Frauen, die tragen ihren Hund in der Handtasche, ja. Das gibt's Ja, auch. das war so ein Dackel halt. Das irgendwie, ich meine, ich war eine halbe Stunde unterwegs und dachte mir eigentlich noch so, was ist eigentlich nur hier los? Was ist das jetzt hier eigentlich? Das war total skurril. Ach ja, und doch, und dann war noch das. Oh. Das war dann wirklich richtig strange. Ich war dann auch noch schnell im Einkaufsladen drin und habe halt noch schnell Saft geholt und so ein Zeugs. Und da war eine Frau, also zwei Personen, also vor mir war ein Pärchen, vor dem Pärchen war auch eine ältere Frau. Die hatte einen Ja. Einkauf von 51 Euro ungefähr. Und die hat erst dann gesagt, mit was für einer Karte kann ich denn hier zahlen? So, aber so richtig offensichtlich hat die das gemacht. Und dann Ja. sagte, ich habe so viele Karten. Die haben alle einen unterschiedlichen PIN, oder? Und die Verkäuferin so, ja, natürlich haben die alle einen unterschiedlichen PIN. Ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die alle gemerkt habe. Na, probieren wir das mal mit dieser Karte. So, und gibt die Karte halt raus. Und die Kassierin will das halt so reindingsen. Und Reindingsen. also so reinschieben, und da sagte die in den nächsten Moment halt, ah nee, doch nicht, warten Sie mal, von der Karte weiß ich, wie mein PIN ist. Die Kassierin total entnervt und so, okay, geben Sie einfach her, bla. Das allein hat schon 7 Minuten gedauert, so in etwa. Und alle, die in der Kasse stehen, die Ja, kotzen und wir standen übelst alle ab, da man und kennt dachten das uns noch alle. so, na, so nach der Art, werd fertig. Im nächsten Moment. Also war sie fertig mit dem Bezahlen und ging dann halt Richtung Ausgang, und auf einmal piepte das übelst laut. Also hier die hat was geklaut. Diebstahl. Genau. Die Frau dreht sich um, total mit einem hämischen Grinsen. Hä? Das ist jetzt aber komisch. Aber du hast in deren Gesichtsausdruck schon mitgekriegt, die weiß ganz genau, was los ist. Die wusste das. Boah, Die hat sie wirklich geklaut, bewusst, oder? hat bewusst geklaut, ging aber nochmal zurück zu der Kassiererin halt und hat gemeint, ja, ach, das ist doch komisch, was hier gepiepst hat. Die so, ja, lassen Sie mich nochmal drüber schauen, ich gehe nochmal drauf gucken. Ja, die hat damit gespielt mit Die hat richtig, genau, die dem hat richtig damit gespielt. Also die Kassiererin hat dann die Sachen halt nochmal so durchgedingst durch diesen Laser halt Scanner. und durch den Scanner, damit das halt nicht mehr piepst. Und die Frau ging aber wieder Richtung Ausgang und es hat wieder gepiept. Und die Kassiererin hat dann gesagt, naja, ist scheißegal, gehen Sie einfach. Und da sagte die, als sie dann draußen war, sagt die Kassiererin, ja, das macht die immer. Die weiß mit sich nichts mehr anzufangen und hat so eine Langeweile, dass die notorisch hier klaut. Aber sie geht auch jedes Mal Damit wieder, Leute sich mit ihr ja, unterhalten. damit sie halt irgendwas zu tun hat oder keine Ahnung. Also das ist halt nicht das erste Traurig. Mal, dass das passiert ist, sondern es ist schon mehrmals passiert. Und da hat dann die Kassiererin aber gesagt, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, so traurig wie es ist, aber die geht auch jedes Mal für 50 Euro hier einkaufen. Und das, was die mitnimmt, sind Waren von 3, 4 Euro. Wenn sie dadurch denkt, dass es geil ist und dass sie hier weiß, was sie jetzt machen soll, dann. Und das fand ich aber, ich fand das echt, ich war auch schockiert und dachte mir so, wow, das gibt's Und doch das ist nicht. traurig. Irgendwie schon. Also wenn ich später in Das dem ist Alter so traurig. dahinge und mir so eine Hobby suchen muss, weil irgendwie ich nicht mehr weiß, was ich mit ihr anfangen will, also, ja, Gottes Willen, also dann habt ihr die Erlaubnis, mich mal am Strick aufzuhängen. Da war es auch ein bisschen drastisch. Ja, nee, also ich find's, nee, also so will ich nicht enden, ganz Er ist ehrlich schon nicht. bitter. Also dann will ich lieber mit euch auf der Terrasse sitzen und schon um 10 Uhr ein Bierchen schlürfen und weiß ich nicht. Aber sowas fand ich irgendwie kurios. Naja, das war mein What the Trauriges fuck-Moment. Erlebnis. Ja, mit so irgendwie. Wollen wir mal pennen gehen?